Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter, einem sehr heißen Feuer ausgesetzt. Und natürlich, so wie ihr wisst, der Prophet alaihi salatu wassalam sagte, dass dieses Feuer, oder das heißeste Feuer in der Dunya, nur ein 70stel von dem Feuer in der Akhira, im Jenseits ist. Das heißt, falls jemand zum Beispiel als Kind schon mal ein Bügeleisen angefasst hat oder ähnliches, dann weiß er, wie heiß es ist. Und das ist nicht mal Feuer. Und das normale Feuer, mit dem wir zum Beispiel Holz machen oder ähnliches oder grillen, ist schon mal nicht das heißeste Feuer, was es auf der Dunya gibt. Und dann, wenn ihr seht, dass dieses noch 70 Mal so heiß ist wie dieses Feuer. Und so wie der Prophet a.s.w. beschrieben hat, dass die leichteste Strafe in der Hölle eine Person ist, die Schuhe anzieht, die so heiß sind, dass sein Gehirn dadurch kocht, durch die Hitze dieser Schuhe. Wer ist diese Person? Abu Talib, der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der die leichteste Strafe in Jahannam haben wird. Und selbst diese Strafe ist gewaltig. So wie wenn man sagt, dass einer von uns zum Beispiel am Strand oder irgendwo auf dem Sand oder auf einem Asphalt läuft, während es 40 Grad hat, dann weiß er, wie das schmerzt an den Füßen. Was denkt ihr über Schuhe, die so heiß sind, dass sie das Gehirn zum Kochen bringen? Möge Allah uns bewahren. Und aus einer siedenden Quelle zu trinken bekommen. Das heißt, sie bekommen aus einer Quelle zu trinken mit siedendem Wasser. So wie Allah in anderen Versen beschreibt, die so heiß sind, dass es die Organe sozusagen zerfetzt durch diese Hitze. So die höchste Stufe, die diese Hitze erreichen kann, ist diese Quelle oder ist das, was sie zu trinken bekommen. Es wird für sie keine Speise geben, außer trockenen Dornen. Und das ist im Arabischen Dari'a. Und es gibt bei den Tafsir-Gelehrten mehrere Ansichten oder mehrere Meinungen zu dieser Dari'a, was es bedeutet. Manche von ihnen sagten dieses, wie hier zum Beispiel mit den Dornen. Wiederum andere sagten, damit ist eine Pflanze oder ein Baum aus Feuer gemeint. Andere sagten, dass diese Dari'a ist Zakum, dieser Baum, der in der Hölle oder aus der Hölle kommt, dessen Früchte so wie die Köpfe der Schayatin, der Satane sind. Hier sagen wir an manchen Stellen, wie zum Beispiel hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, es wird für sie keine Speise geben, außer Dornen. An anderer Stelle sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass ihre Speise diese Früchte von Zakum sein werden. An anderer Stelle sagt er, dass sie Rislin als Speise bekommen, zu essen bekommen. Also diese Jauche. Wie können wir zwischen diesen verschiedenen Ayat sozusagen Kooperation schaffen, zusammenbringen? Wer hat eine Idee? Es gibt verschiedene Orte in der Hölle. Er sagt, es gibt verschiedene Orte in der Hölle. Ja, das heißt? Es gibt Orte, da gibt es nur das zu essen und Orte, da gibt es nur das zu essen. Es gibt Orte, da gibt es nur das zu essen und es gibt Orte, da gibt es nur das zu essen. Das ist schon mal eine richtige Antwort, was die Gelehrten genannt haben. Wer kann noch eine Antwort geben? Ja? Dass es verschiedene Stufen gibt in Jahannam. Dass manche Leute dieses Essen bekommen und manche Leute dieses Essen bekommen. Noch eine dritte Antwort. Dass es verschiedene Zeiten gibt, dass zum Beispiel eine Zeit lang alle dieses Rislin zu essen bekommen und eine Zeit lang alle Dari'a zu essen bekommen und so weiter. Das sind die verschiedenen Meinungen. Und wie ihr alle wisst, es gibt keine Widersprüche im Koran. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns versprochen, dass es in diesem Buch keine Widersprüche gibt. Und deswegen, wenn einer von uns aus Unwissenheit nicht weiß, wie er sozusagen verschiedene Verse oder verschiedene Hadithe zusammenbringen kann, wen soll er dann fragen? Gelehrte, wissende Leute. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, wie gesagt, hat in seinem Buch keine Widersprüche reingelassen. Dann sagt er, die weder fett machen noch gegen Hunger nützen.
die weder nähren noch gegen Hunger nützen. Also hier sagen wir, dass dieses Essen, was sie zu essen bekommen, also sei es Daria, sei es Daqum, sei es Rislin, egal, dass dieses nicht das sozusagen, dass man davon nicht diesen Profit trägt, den man eigentlich von essen möchte. Also wenn man isst, dann isst man entweder zum Beispiel, um Gewicht zuzunehmen oder um seinen Hunger zu stillen. Oder noch unter anderem aus gutem Geschmack oder ähnlichem. Aber hier will Allah subhanahu wa ta'ala sagen, dass dieses, was sie zu essen bekommen, ihnen in keinster Weise hilft, dass sie in keinster Weise davon profitieren. Sie sind einerseits schwach, andererseits hungrig. Und wenn sie dieses Essen essen, was sie ohnehin schon bestraft oder schmerzt, davon werden sie trotzdem nicht satt oder davon werden sie trotzdem nicht kräftiger oder genährt oder sonst irgendwie profitieren, sondern es ist einfach nur eine Strafe. Ja, ذاكر الأصحاب كن متأدبا